Hallo zusammen, ich begrüße euch. So, nun zweite Phase eingetreten diese Woche, Masse und Kraft. Das heißt, es wird im Kraftbereich erstmal mit der Hantel trainiert und danach geht es in die Explosivkraftphase über. So, Montag halt mit Kniebeuge und Sprünge begonnen. Gleiche Sätze, gleiche Wiederholungszahlen in beiden Übungen. Ja, in Sprüngen, bevor die Kritiker wieder rummeckern, da muss ich erst wieder reinkommen. Habe mich vorher sehr gut belesen, aber die Praxis und die Theorie sind immer zwei verschiedene Schuhe. Dennoch, auf der Heimfahrt am Montag tierische Muskelkater schon in den Beinen und im Gesäß gehabt. Das war schon ein Zeichen, dass das Training ordentlich die Muskulatur und die Nerven belastet hat. So, auch die Pausen sind wichtig. Zwischen Kniebeuge und den Sprüngen habe ich 2 bis 3 Minuten gemacht. Also relativ kurze Pause und zwischen den Sprüngen und der Beugung war sie länger, fast doppelt so lang, circa 6 bis 7 Minuten, damit die Nerven sich erholen konnten. So, danach kam noch eine Rückenübung, Rudern vorgebeugt, explosiv und auch dann die Kniepflege, das heißt einfach auf den Block gesetzt und die Beine ausgeschüttelt, damit die Kniegelenke sich von den ganzen Strapazen erholen können und nicht am nächsten Tag wieder schmerzen. Der Dienstag, Tag 2, Bankdrücken, auch hier 50% und bis 30% runter von der Last. Ich fing mit den 50% an und dann kam die Reduzierung der Hantel in der kurzen Pause, wo ich das Gewicht um 30% reduziert habe. So lief das dann die ganzen Sätze ab. Zwischen den normalen Drücken 3 Minuten und dann folgte das Explosivdrücken. Ja, ich muss mich da halt noch einfinden und nach den Explosivdrücken kam 7 Minuten Pause rein, um die Muskulatur zu erholen. So, zum Schluss Kurzhantel drücken, heute freies Gewicht. Da habe ich mal was zusammengeschraubt und dann war das Training auch schon zu Ende. Und wir sehen uns dann am Donnerstag mit den Kreuzheben.